Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR und Gaming Lady Nikki. Wir stellen euch heute ein Koop-Spiel vor. Der eine im VR-Headset, der andere am Controller. Kali and the Reaper Man. Escape from the Underworld. Viel Spaß beim Gameplay. But you can't hide, heißt die. Guck mal, wie lang das hier ist. Das ist ein langes Level. Wo bist denn du? Na dann machen wir uns mal Fistbomb. Hä? Das geht gar nicht. Jetzt. Yes. Hier musst du diesen Block entriegeln hinten, dass ich den greifen kann. Warte mal, ich geh mal hier. Aber es sieht so aus, als hätte ich nur diesen einen Block. Da sind, dahinter sind aber auch noch zwei Dinge, die wir einsammeln können, ne? Kann ich da einfach hin? Nee, da ist nichts. Ja. Für dich ist auch nichts, okay. Nee, hier sind diese Gitternetzblöcke sind hier wie, auch nicht. Wie soll ich denn dann da dran kommen? Oh, hier kommt was Großes, weiß ich nicht. Das kommt näher. Lauf! Warte, der Block muss hier hin. Ich versuche das Ding noch zu nehmen hier. Ja, jetzt aber los mit dir. Warte, hier ist doch, jetzt ist hier was. Oh, du bist durchgesprungen. Okay. Na, wenn man so gehetzt wird, was du meinst. Siehst du jetzt, wo das losging? Jetzt sind hier noch Blöcke, womit ich bauen kann. Boah, da muss man erstmal. Also, das ist ein Hektik-Level, ne? Ja, auf sowas war ich gar nicht gefasst, aber du warst ja noch nicht weit. Aber wie soll man denn dann die Dinger da nehmen? Keine Ahnung, lass die doch einfach. Wir können ja trotzdem weiter. Also, wir versuchen so viel wie möglich zu nehmen, aber was nicht geht, geht nicht, ne? Okay. So, jetzt. Es kommt näher. Die Brücke habe ich dir gebaut. Warte, ich setze den Block. Oh, da war so ein Punkt noch. Rüber mit dir. Das kommt. Oh! Ist nicht schlimm. Bei der ganzen Hektik kann das mal passieren. Das ist echt, wir sind unter Druck. Ja, das macht nichts. Also. Du musst dich doch nicht gleich umbringen. Also, nochmal ganz ruhig jetzt. Nee, ich brauche eine Fistbomb, sonst geht das nicht. Also. Aber die Kleine ist so putzig. Ich brauche den Block. So, der andere, die Brücke liegt. Ja, okay, ich will den hier wenigstens sammeln. Okay, wir lassen den erstmal. Da wäre noch einer. Mach keine Experimente. Komm her. Oh Gott, der ist nicht gesprungen. Ich habe A gedrückt, aber der ist nicht gesprungen. Boah, das ist ein Riesenfisch, der hier kommt. Das ist ein Riesenvieh, das ist echt riesig. Oh, du bist ja da. Ich dachte, das geht wieder von vorne los. Okay, hier sind noch zwei, die ich einsammeln kann. Komm ich jetzt wieder hoch? Ja, hier auf dem Block. Okay. Höher geht kein. Warte hier. Der kommt! Spring hoch! Ja. Was muss ich denn bauen jetzt? Komm hier ich hoch. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Wo bist denn du? Ich bin durch das Level geglitten. Oh, egal. Ich hab den Block berührt, als du da warst, also. Und dann bin ich weg gewesen. Oh, das fängt nochmal von vorne an, warum das? Warte, ich leg dir die Brücke. Lass es, komm. Lass es. Okay. Weiter. Das Level zu schaffen. Warte, stopp. Ich leg die Brücke. Die Brücke. Checkpoint ist da. Brücke liegt, ja. Warte, willst du. Ach so, gut. Oh, jetzt musst du mir die. Kannst du mir den Block ein bisschen rausziehen, den einen, der da liegt? In der Wand drin ist. Ja, genau. Jawohl, sauber. Okay. Hier hoch, geh hoch. Okay.
Ist der Fisch noch weit? Ach, wir sind doch da. Ja. Ja, der kommt. Guck ich mir den auch mal an. Ja, der ist. Okay, weil wir es geschafft haben. Echt? Willst du das noch riskieren? Jetzt. Also jetzt rein mit dir. Der wedelt hier so mit den Armen. Also wenn man da alle 21 finden will, das ist echt unmöglich. Schwer. Was haben wir jetzt? Okay, was haben wir jetzt? For the your source. Okay. Wo bist denn du? War nicht ich da. Bin noch nicht gespawnt. Gut, ich warte auf dich. Auf alle Fälle sehe ich schon mal 5 verriegelte Würfel mit unterschiedlichen Symbolen drauf. Okay, hier haben wir auch so komische Symbole. Ja, und hier sind so 4 durchsichtige Würfel eingezeichnet. Die muss man wahrscheinlich übereinander legen. Also muss ich erstmal die Sachen hier entriegeln? Entriegel das mal. Nee, hier kommt nichts. Musik okay, ist auch sehr. Die Würfel haben auch Symbole drauf? Ja, die haben. Alle Würfel haben das gleiche Gesicht, aber unterschiedliche Symbole. Hier ist mal irgendwie sowas wie eine Krabbenhand, ein Knochen, eine Ente, eine Feder und Flügel oder ein Geweih oder sowas. Okay. Also haben wir ein Rätsel. Ja. Und vielleicht, aber passen die irgendwie zusammen? Oh, hier leuchtet gerade ein Schild auf. Warte mal. Answer lies behind the door. Achso, siehst du auch dieses Schild dann? Ja. Ja, dann geh ab durch die Tür. Ab durch die Mitte? Ja. Push to open the door, okay. Mhm. Ah, Bonuslevel. Hier ist ein Block zum Entriegeln. Und da ist auch so ein Punkt. 1 und 14. Ein Fisch drauf. Okay, hier können wir auf jeden Fall die Dinger einsammeln, oder? Naja, warte, ich gebe dir mal den Block. Kannst du mir den. Ja, genau. Und da ist wieder so ein Rabe. Mhm. The Stampede of the Monsoon made a perfect hiding for us. Mhm. Da haben wir wieder eine Kiste. Achso, hier kann ich dir jetzt wieder was anderes anziehen. Okay. Kommst du da oben ran? Nee, oder? So. Oben dran? Wo? Hm? Na, hier ist so ein Ding. So ah, sehe ich jetzt gerade erst. Nee. Nee. Da müssen wir irgendwie. Haben wir denn noch einen Block? Hier ist wieder so ein durchsichtiger Block. Hier muss ich, glaube ich, diesen Fischblock drauflegen. Also, ich habe. Ah, hier steht was. Do you see what I see? Ja, also ich sehe gar nichts. Hier ist ein Abgrund. Ja, hier sind die durch diese Lochgitter. Oh je. Also muss ich jetzt darüber balancieren und du musst mich leiten, ne? Das sind alles Lochgitterblöcke. Wie sieht es so aus, ne? Also. Ja, ich sehe nämlich nichts. Siehst du mein. Da vorne? Ja, komm mal, folge mal meiner Hand. Siehst du meine Hand genau vor dir? Ja. Folge der mal. Einfach. Nee, nicht so weit. So noch bis hierher. Folgen? So? Mhm. Ja, genau. Und jetzt folge mal bis hierhin. Ja. Mein Mittelfinger zeigt genau in die Mitte vom Block, wo du hin musst. Leute, ihr seht jetzt gerade nicht das, was ich sehe, aber ich sehe hier einen Abgrund. Hier? Soll ich weiter? Ja, wo mein Mittelfinger hin zeigt. Mittelfinger, okay. Gut. Warte, ich muss mich mal anders positionieren. Ja. Mittelfinger. Warte, nee, warte. Du musst hier, komm. Lauf mir hinterher. Kann ich gerade aus? Ja, lauf mir hinterher. Nee, nicht so weit am Rand. Hier, hinterher. Komm. Oh. Komm diagonal gelaufen, hier passiert dir nichts. So? Ja. Guck, du sagst das so einfach, ich sehe nichts. Also, hier hin. Nee, hier, im Mittelfinger. Immer auf den Mittelfinger konzentrieren. So, und jetzt lauf einfach mal geradeaus. So, und jetzt spring hoch. Da sind 2 Blöcke, ja, also so, jetzt stehst du auf Blöcken und jetzt könntest du eventuell die Dinger, aber du, hier sind 2 Blöcke nebeneinander, die liegen hier zwischen meinen Händen. Kann ich da drauf springen jetzt, oder was? Ja, hinter dir sind die Blöcke, die stehen. Also jetzt soll ich jetzt hochspringen auf dich drauf, auf dich zu? Ja. Jetzt stehst du da oben. Ah, okay. Boah, ist das seltsam, wenn man das selber nicht sieht. Aber den kriege ich nicht hier, den Kamerad. Ja, der bewegt kannst sich. Kannst du mir den Block eventuell hinlegen, diesen Fischblock? Mhm. Den siehst du jetzt aber. Ja, seh ich wenigstens was. Vorsicht. Hey. Und so. Jetzt? Komm ich jetzt darüber? Nee, du kommst jetzt hier runter. Guck mich mal an. Soll ich runterspringen hier? Hier hin, ja. Einfach fallen lassen oder muss ich ein Stück springen? Nee, du kannst dich fallen lassen. Aber so. Okay. Warte, ich stelle dir den Block hier hin. Ah, den sehe ich, ja. Das ist gut. Okay.
glaube, wir haben es, oder? Yes. Jetzt haben die Blöcke sich geändert. Irgendwie. Jetzt haben die Blöcke sich... Wir haben wahrscheinlich jetzt... ich weiß jetzt nicht, wie ich... Kann ich jetzt hier einfach hinspringen? Ja, warte mal kurz. Achso, guck mal, hier sind die Blöcke gewachsen. Ja, du kannst jetzt hier... Komm mal hier lang, folg mir mal meiner Hand. Einfach gerade laufen. Ja, das ist ja so. Cool. Und hier haben wir jetzt die Reihenfolge. Guck mal, die Krabbenhand, Feder, Ente, Knochen. Und du hast ja auch hier leere Symbole gesehen eben, ne? Ja, genau, so ein Würfelturm. Also, kannst du mir hier nochmal den Fischwürfel hinlegen? Dann kann ich nochmal versuchen, da auf den Block zu springen. Weil da oben ist noch so ein Rabe? So ein Orb, sag ich mal. Hä? Dass ich hier drauf springen kann. Da warst du doch erst schon, oder? Ja, siehst du nicht oberhalb der... Ach so, hier auf der Pyramide, ja, das sehe ich. Ah, jetzt noch... Ja, genau. Ich glaube, den könnte ich so kriegen. Ich probier's. Mhm. Hey! Okay, also müssen wir uns jetzt die Symbole merken, ne? Krabbe, Feder, Ente, Knochen. Krabbe, Feder, Ente, Knochen. Krabbe, Feder, merke ich mir. Raus mit dir. So, jetzt baue ich mal Klötzchen. Jetzt kann ich zugucken. Krabbe, Feder, Ente und Knochen. Ente. Tada, eine Brücke ist da und jetzt kannst du... Mir wird angezeigt 6 von 14. Wo sollen denn hier jetzt noch... Ach, guck mal, da oben. Sollen wir die versuchen zu kriegen? Willst du abstürzen, ja, oder? Da musst du mir die Blöcke da hinbauen. Ja, aber wie soll ich denn dir das bauen, dass das stabil ist? Du bist der Reaper-Man, du musst das schaffen. Okay, ich versuche mal mein Glück. Oh, das ist runtergestürzt hier. Ich muss den... Oh, das ist echt... Ja, schief, aber schief ist modern, ne? Kommst du da hoch? Das ist zu weit, ne? Da fehlt noch einer eigentlich. Ja, aber ich habe den hier unten 2 hingemacht, damit es ein bisschen stabiler ist. Wenn okay, dann müssen wir das mit einem versuchen. Ja, kannst du mal hier runtergehen wieder hierhin? Wenn wir die jetzt kriegen? Oh, die Feder ist weg. Wie baue ich denn das jetzt am besten? Wenn du mir den einen jetzt noch hinsetzt, kurz, dass ich hier auf den zweiten Block komme. Du hast doch noch einen, der runtergefallen ist, oder? Genau. Warte. Dann kannst du den gleich wieder benutzen. Aber wir haben einen Speicherpunkt, oder? Ja, 6 von 14. Sollen wir es wagen, oder? Ja, weiß ich nicht. Na, versuch dann nochmal. Komm, einmal noch. Du hättest mehr mittig bauen sollen, glaube ich, oder? Oh, du reißt doch den ganzen Turm fast ein. Oh, du wärst schon wieder fast runtergeflogen. Ich komme hier nicht um die Ecke. Geh mal hier runter. Wenn du ein bisschen umdisponierst. Das mache ich jetzt. Oh, da. Das wird nix. Ach, der fällt immer wieder. Also noch einmal probiere ich das jetzt. Bau, Niki, wie du noch nie gebaut hast. Das wird nix. Warte. Doch. Ich hab doch schon wieder gar nicht richtig gebaut, weil du hier gar nicht hochkommst. Achso, du baust den. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen, um da auf die Ecke zu kommen. So, genau. Das sieht doch gut aus. Oh, der Turm wackelt so. Warte, gewackelt! Du hast den umgerissen! Lass es einfach. Okay, hat keinen Sinn. Wir sind zu schlecht dafür. Na du!
Hey! Und weg. Mal schauen, was jetzt kommt. Also, um die Punkte zu kriegen, ist echt schwierig, ne? Ja. Ah, jetzt sind wir wieder bei dem Kerl hier. Sind wieder Fische in der Luft. I mischt die. Ja. Was steht da? Ich sehe aber es killt bei Razor Cars. They surrounded me and my dog. Razor Cars, okay. All I wanted was to go home, but I never got that far. Thank you for helping me, remember. I'm ready now. The Reaper Man can set me free. Oh. Ach, der war festgebunden unten, okay? Was ist das? Das ist von uns eine Erinnerung jetzt, ne? Wahrscheinlich. Oder der war das. Oder der, kann natürlich auch sein.